Ich weiß nicht, was Sie wollen, Carol. Ich liebe Sie und werde Sie niemals gehen lassen. Wenn du sie wirklich liebst, tust du, was das Beste für sie ist. Du allein hast es jetzt in der Hand, weil du wirklich der einzige Mensch bist, auf den sie hört. Tessa liebt dich viel mehr, als es ihr gut tut. Harden, wir beide wissen, dass du ihr nicht geben kannst, was sie braucht. Du hältst sie aber davon ab, jemanden zu finden, der das kann. Tess. Und wie findest du es? Hey, Tess, dann gib wenigstens was ab, finde ich. Ich halte es nicht mehr aus, mich weiter im Kreis zu drehen. Okay. Okay. Ich verstehe das. Und es gibt einiges, woran ich arbeiten muss. Aber wir haben doch die Zeit dazu. Wir haben dafür doch alle Zeit der Welt. Und ich werde daran arbeiten. Und okay. Ich kann mit dir nach Seattle kommen. Ich werde weggehen. Okay. Ich werde nach New York ziehen und mit Landon zusammen wohnen. Landon? War das seine Idee? Nein. Nein, nein, das war meine Idee. Das war nicht. Gib ihm. Der Typ ist angeblich mein verdammter das Bruder. Das war nicht seine Idee. Er, nein, Scheiße. Hey! Nein, nein, New York! New York, und du hältst ein verschissenes Herr, Maul! Du hast mit dir Schluss gemacht. Warum sollte ich was du sagen? Du machst mir auch noch vor, dass du mein scheiß Freund bist! Ich mach dir gar nichts vor, Harden! Ich bin genauso ihr Freund und räum nur wieder deinen Scheiß hinter dir auf! Wie lange schreibst du schon über uns? Er hatte nur für sich selbst gelebt. Doch das änderte sich jetzt. Ich liebe dich. Geh nicht. Harden hat so viele Dämonen. Ich war jung, verliebt und ich hatte Angst. Er hat versucht, sich für mich zu bessern. Ich ziehe dich immer wieder in meinen Scheiß rein, Tessa. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob ich ihn retten kann, ohne dass ich mich selbst dabei verliere. Wir brauchen Abstand. Du kannst aber nicht vor dir selbst fliehen, indem du von einem Ort zum anderen ziehst. Es gibt einen Beta-Krieg. Um mein Buch. Ich will nicht, dass fremde Leute über mein Leben lesen. Es ist unser Leben. Wozu sollen wir das alles durchgemacht haben? Wenn wir das nicht in etwas wandeln können, das anderen Menschen hilft. Das ist eine Geschichte über Vergebung und grenzenlose Liebe. Das ist die Geschichte, die in After erzählt wird. After? Mein Weg, nach dem ich dich traf. Dafür kommst du ins Gefängnis, ist deshalb dir das klar? Deshalb solltest du verschwinden! Du warst nicht da, als sie dich brauchte, jetzt machst du es nur schlimmer! Theresa, ich brauche sehr viel Selbstkontrolle, um dir widerstehen zu können. Du hast ja keine Ahnung.